Sonne gespült und gelacht, dies hat mir jede Freude gebracht. Die Wirtsleut laden ein, die Musik ist hier daheim. In ein Ring kämmert zusammen, schon viele Jahre lang. Sonne gespült und gelacht, dies hat mir jedem Freude gebracht. Vor der Früh bis auf Nacht, Sonne gespült und gelacht. Ein herzliches Willkommen bei uns im Rupertihof in Einring. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind bei Gesunge, Gespült und Lacht. Und dass die Zwiedern mit dabei sind. Herzlich willkommen! Bravo! Bravo! Der Lenz Berger natürlich mit seinen humoristischen Einlagen. Servus, Lenz! Und einen Hut oder sie einen Tag ausgekauft. Eine läsche junge Dame, der Lenz darf sich freuen aus dem Südtirol, die Nicole, die Tochter von Joachim, von der Ladina. Der Joachim natürlich und der Otto, die Ladina, die Bekannten aus dem Südtirol, aus dem Grödnertal sind bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, hier aus dem Rupertihof aus Einring, der Hansi Berger. Unser Hansi mit seiner Zirch, mit seinem jugendlichen Temperament ist natürlich mit dabei. Und ebenfalls mit viel Temperament der etwas ältere Berger, mein Mann, der Thomas Berger. Du sagst immer der TT. TT, der Turbo-Tommy, ganz genau. Ja, ich bin die Eva Maria Berger. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Danke. Jetzt gibt es Musik. Ja, wir haben Freunde da aus Südtirol und wir konnten die Freunde aus Südtirol begrüßen. Da müssen wir uns mal überlegen. Hans, du hast dabei gute Ideen. Was passt da für Marsch? Ich denke mal so, weißt du, wir haben bei der Blindmusik schon gelernt, den Bozner Bergsteigermarsch. Und dann kommt ja der schöne Refrain. Oh, ist die Welt so groß und weit. Kennst du das Lied? Das hat der Andreas Hofer komponiert. Das ist ein Volkshymne bei euch, oder? Fast, ja. Die Hymne Südtirols fast, ja. Ich soll nicht auf den Text nicht so genau schauen, weil wir singen vielleicht ein bisschen anders als wir. Südtirol und Bayern gehört zusammen. Oh, nicht so viel anders. Geht's dahin? Meine Herren, geht's los? Brauche ich die Trompeten? Moment, wo haben wir's? Dann spielen wir ja original den Bozner Bergsteigermarsch für unsere Freunde aus Südtirol. Es gilt der Heimat mein.
die Berge hoch, das Edelweiß, die Ladiner und der Wein. Und wenn dann auch so leid's mir tut, mein Lebenslicht erlicht, freu ich mich, dass im Himmel um für mich die Zwiebeln spielen. Heidi, 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 ja, die fünf Zwiedern waren das jetzt, der Bozner Bergsteigermarsch. Ich sage auch bei euch alle, grüß euch gut beieinander. Der Stammtisch, der ist so richtig bayerisch, südtirolerisch. Da kann man sich so richtig freuen, wenn man so beieinander sitzt mit unserer Tracht. Und da habe ich ein kleines Begrüßungsgedicht heute einmal dabei. Und zwar, was ist eigentlich bayerisch? Das möchte ich euch kurz mit ein paar Zeilen erklären, von meiner Seite aus. Bayerisch, das kannst du nicht lernen, nicht studieren. Das kann dir niemand nicht sagen. Im Herzen drinnen muss es spüren, siehst wär's das nie der Fromm. Das kann ein Wort, ein Liedl sein, ein Bachi, das wo plauscht, ein Blärmei, das am Wald hinbei auf Wind und Fegein lauscht, ein Kircherl, das grad Zweifel leid, ein Kreuz im Bucherschlag, ein Christi Gott von Nachbarsleid, ein Dirndl, das die mag. Der Himmelbäuer weiß-blau lacht, ein Gams sei in die Wind, ein Stutzen, der bei Vollmond kracht, am Andl seine Hand. Ein Bub kann's sein, der Zidern spielt, der Geruch von frischen Hai, ein alter Bauer, der sich blockt, die lange Pfeif im Mai. Bayerisch, das kannst nicht lernen, nicht studieren, das kann dir niemand nicht sagen. Im Herzen drinnen muss es gespüren, siehst wär's das nie, der Frung. Schön, Hans. So haben wir wieder beieinander, Hans, gell? Ja, jünger werden wir nicht mehr. Na, aber du schaust immer nicht gut aus, aber mit den neuen Hut da. Aber allweit immer. Ah, da fällt mir ein Trinkspruch ein. Wo früher meine Leber war, da ist jetzt eine Minibar. Ja, mei, das ist halt einmal so. Aber der Renz, der hat ja übers Altersheim gekriegt. Aber wir haben ja junge Dirndl da. Und auch die Chefin da hinten, das ist ja auch noch so eine junge Frau. Da fällt mir eine Geschichte ein. Da haben zwei Burschen gewesen, die haben sich da so zusammen da, dann hat der eine zum anderen gesagt, du, wie geht's denn dir mit deinen Dirndln? Er hat der andere gesagt, das ist gar nicht so gut. Ich hab 10 Dirndln hab ich schon heimgebracht zu meiner Mutter und jetzt mal hat's die Mutter rausgeschmissen. Er hat der andere gesagt, ja, dann nimm mal eine heim, die so ausschaut wie deine Mutter. Ja, hat er gesagt, das hab ich auch da. Die hat dann der Vater rausgeschmissen. Zum ersten Mal bei uns im Rupertihof sind die Ladiner. Da freuen wir uns ganz besonders. Hier schon oft aufgetreten, gemeinsam waren wir schon viel auf Tournee. Aber was absolute Premiere ist, und da freuen wir uns, dass die Nicole mit dabei ist. Ja. Nicole, herzlich willkommen noch einmal. Ganz wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deinem Papa und Emoto zu uns zu kommen, zu gesungen, gespielt und gelacht. Bist du viel unterwegs mit die Ladiner? Ja, jetzt bin ich schon meistens mit auf Tournee, ja. Ja, aber ich glaube, du machst alleine auch Auftritte, stimmt ja, das? Ja, genau, ich mache auch ein bisschen alleine zu sein, nicht allem mit dem Papa. Aha. Und ja, ich bin auch gern ab und zu alleine auf der Bühne. Und du hast mit die Ladiner zusammen auch ein modernes Album aufgenommen? Ja, genau, wir haben eine Duett-CD gemacht, da sind alles bekannte Schlagertitel oben. Und dass er ein bisschen Schwung einfällt. Ah, der kommt rein. Ich habe das nämlich zufällig gesehen und ich habe ehrlich einen Wow-Effekt gehabt. Ich habe den Joaquin, deinen Papa. Wie sagt man zu Papa auf Ladinisch? Mitati. Dati oder Mitati? Dati. Dati. Ich habe deinen Dati zum ersten Mal nicht in Tracht gesehen, sondern in ganz sportlicher, ganz flotter Kleidung. Mein lieber Freund, das hat gut ausgeschaut, ihr zwei. Das war so ein klein bisschen so, Joaquin, wie ein nicht mehr ganz junger Bub mit einer jungen Freundin. Ach so. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Und du hast auch so gestrahlt. Also es war total nett, hat mir total gut gefallen. Aber ihr zwei seid ja richtig emporgeschossen mit einem ganz tollen Titel beim Grand Prix 2004.
2004, da waren wir da, haben wir den Grand Prix der Volksmusik damals gewonnen, da in Wien. Und mit dem Lied haben wir auch, wollen die alten Leute immer ehren und ihnen immer einen großen Respekt tragen. Wunderbar. Und das Lied, diesen Erfolgstitel, den hören wir uns jetzt an. Die Jahre vergehen und jeder wird alt, um die alten Leute wird es dann so kalt. Gedanken, sie gehen nicht selten zurück, dann leuchtet ihr Blick. Alleine gelassen oft viele dann sind, im Alter verschmäht und vergessen im Wind. Sie gehen zur Neige und sagen kein Wort, so gehen sie fort. Beuge dich vor grauem Haar, höre zu, wie's damals war. Weisheit kommt aus ihrem Mund, weise Worte sind gesund. Beuge dich vor grauem Haar, Schwung ihr eigen war, eure Eltern ehret sie, schiebt sie auf die Seite nie. Die Krone des Lebens ist ihr graues Haar und noch ihre Kindheit im Sinn ist so klar. Durch Jahre der Arbeit Respekt ist verdient, das weiß jedes Kind. Ein alter Mann sitzt dort auf einer Bank, die Augen, sie sehen nichts mehr, sie sind krank. Es zittern die Hände, die so viel getan, nun immer fortan. Beuge dich vor grauem Haar, höre zu, wie's damals war. Weisheit kommt aus ihrem Mund, weise Worte sind gesund. Beuge dich vor grauem Haar, Kraft und Schwung ihr eigen war. Eure Eltern ehret sie, schiebt sie auf die Seite nie. Wer jung und stark ist, der denke daran, dass einmal auch er alt und schwach werden kann. Die Zeit, sie geht schnell und sie hält niemals an, ihr ein Leben lang. Die jungen Jahre sind ein Augenblick, so mach in der Jugend das Leben zum Glück. So hörte ich reden einen alten Mann, ich denk oft daran. Beuge dich vor grauem Haar, Weisheit kommt aus ihrem Mund, weise Worte sind gesund. Beuge dich vor grauem Haar, Kraft und Schwung ihr eigen war. Eure Eltern ehret sie, schiebt sie auf die Seite nie. Eure Eltern ehret sie, schiebt sie auf die Seite nie. Ja, Joachim, Otto, wir waren auch schon öfter beieinander. Hat mich aber gefreut, wenn ich bei euch dabei sein darf. Ein paar Füßchen waren wir draußen. Und weil ich gerade an Otto sieg, da ist mir was eingefallen. Otto, mein Nachbar, das war ein Musiker. Der hat zufällig auch Otto geheißen. Und stell dir vor, der hat alles versoffen. Versteht ihr das? Ja, ja, ja. Alles versoffen. Jetzt war kein Geld mehr da. Und jetzt ist er gestorben. Jetzt ist sie zur Zeitung gegangen und hat ein Inserat aufgegeben. Eine Todesanzeige. Hat geschrieben, sie sollen reinschreiben, Otto tot. Dann haben sie bei der Zeitung gesagt, das ist aber nicht viel. Ja, hat sie gesagt, ich hab nicht mehr Geld. Ja, haben sie gesagt, da müssen wir uns ja direkt schauen. Haben sie gesagt, sie haben eine Zeile frei, die kostet nichts. Dann hat sie gesagt, dann schreibt sie rein, Otto tot, Moped zu verkaufen. Und da darf ich jetzt sagen, liebe Maria, die Zeiten, die sind anders geworden.
Das geht nicht. Jetzt wird es einmal Zeit, dass du in die Küche kommst. Ja. Was hast du vor? Was wird gekocht? Das ist ein Schweinsbraten vielleicht. Oder? Ja, und machst du einmal Knödel und bei den drei Zwiebeln, fünf Zwiebeln, die musst du mit 10 Knödel einrechnen. Das weiß ich schon. Ja. Habe ich schon mit einberechnet. Hast du mit einberechnet, dann wünsche ich dir viel Glück. Der Lenz für die Alufolie noch links, oder? Ah, so, ja, natürlich. Du, vielleicht soll der Lenz noch bekannt geben, wo er den Hut gekauft hat. Der Hut, der begeistert mich. Ja, ich jetzt arbeiten. Ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus beim Ausverkauf. 11,60 €. Und da ist Schnur auch dabei oben. Ja, schön. Ja, unsere Freunde, die Latiner, die haben unterwegs gewesen. Und ich denke mir oft dran, wenn unsere Gäste so eine Freude gehabt haben, wenn sie das latinische Volkslied gesungen haben. Ich glaube, es war die Nationalhymne. Ist das richtig? Die Hymne vom Grönertal. Die Grüne vom Grönertal. Ah, wunderbar. Darfst du das probieren? Ganz ja, leicht. So, auf Latinisch. Ja? Noch schöner. Ja. Wunderbar. Thank you.
Mir nur noch interessiert eigentlich, wie viele ladinisch sprechende Menschen gibt es denn? Wie groß ist da die Volksgruppe? Ja, das ist ungefähr, das ist aufgeteilt auf praktisch vier Täler, vier ladinische Täler. Wir wohnen im Grönertal, da gibt es das Fassertal, Buchenstein und das Gardertal. Das sind die vier ladinischen Täler. Und mittendrin ist die Sellergruppe, das ist ein Rundum, die Sellergruppe. Und das wird noch ungefähr von 35.000 Leuten noch gesprochen. Ach so, aber in jedes Tal gibt es ein bisschen einen anderen Dialekt. Okay, ja. Und wird in der Schule noch Ladinisch gelernt? Ja, in der Schule. Wir haben eigene Zeitung, einige eigenen Fernsehen und eigene Grammatik auch zum Schreiben. Ist es auch ein bisschen anders. Aha. Südtirol hat schon viele bekannte Menschen hervorgebracht. Und ein ganz bekannter war auch der Luis Trenker. Und ich glaube, da hat der Joachim ein bisschen was zu erzählen. Ja, genau, der Luis Trenker, der stammt ja aus unserer Heimat, aus dem Grönertal und ganz genau aus St. Ulrich, wo ich auch daheim bin. Und ich glaube, viele kennen den Luis Trenker auch, wie er damals immer erzählt hat. So mit Begeisterung hat er allem erzählt. Und da hat er mal gesagt, wir sind gestern den Langkofel hochgeklettert. Das hat es ein bisschen wichtig gemacht, nicht? Da sind wir ausgeklettert auf den Langkofel und. Und es war alles benebelt, aber wir sind trotzdem immer weiter geklettert, immer weiter nach oben. Und auf einmal, da war der Nebel weg und wir befanden uns 30 Meter oben am Gipfel. Wieder ein Song auf dieser Hoffnung, macht man die Bergfahrer bunt. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen, steigen den Berggipfel zu. Stück eingeweiht worden und dann haben die Leute da drauf gefahren, dann haben sie den aufgehebt und haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 10.000. Befahrer schon von diesem Autobahnteilstück, Sie kriegen 10.000 Euro. Oh, jetzt hat sich da die ganze Familie da drin, hat sich gefreut. Ach, hat der Polizist gesagt, Sie sind ja so freudig erregt. Jetzt darf mich schon interessieren, was Sie mit dem Geld machen. Ja, hat er gesagt, als erstes mache ich da meinen Führerschein davon. Dann hat seine Frau gesagt, langsam kein Wort, der redet immer so ein Schmarrn daher, wenn er besoffen ist. Dann hat der Bub hinten Führer gesagt, ich hab's euch gleich gesagt, dass wir mit dem gestohlenen Auto nicht recht weit kommen. Dann ist der Kofferraum aufgegangen, hat der Großvater rausgesucht, haben wir schon wieder die Grenze, hä? Da ist mir da so eine Geschichte eingefallen. Sind drei Stotterer auf der Parkbank gesessen, mein Gott, und zur selben Zeit geht eine Blondine vorbei. Eine Figur. Stiefin, bist du rauf? Solch eine Lungenflügel. Dann ist da vorbei bei den drei. Hat der erste gleich keine Luft nicht mehr gekriegt. Hat er gesagt, mit der möchte ich mal schlafen. Hat der zweite gesagt, und ich. Hat der dritte gesagt, und ich erst recht. Das hat die Blondine gehört und gesagt, ihr drei Schlawiner. Ich hab euch schon gehört. Ihr möchtet mit mir schlafen. Ich mache euch einen Vorschlag.
wenn einer von euch dreien mir ein deutsches Bundesland ohne Stottern sagen kann, der darf mit mir schlafen. Hat der Erste wieder Luft geholt, hat er gesagt, haha, 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 Hessen. Hat sie gesagt, da geht nichts. Hat der Zweite gesagt, Baba, 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 Bayern. Da geht auch nichts. Hat der Dritte gesagt, Sachsen, richtig. Ah, 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 Anhalt. Aber mein Roberti hat ein bisschen Musik gehabt und halt, und zwar nette Musiker, wirklich nette Männer. Sie haben ein Problem, also der Akkordeonspieler war blind und der Schlagzeuger, der war taub. Ich dachte, wie wird das heute gehen mit der Musik? Der Hansi hat es organisiert oder engagiert. Und dann habe ich so geschaut, dann habe ich, die Leute haben schon so geschaut. Und bevor das losgegangen ist, sagt der Akkordeonspieler, der Blinde zum Tauben, hat er gesagt, du, tanzen die Leute schon. Und der andere gesagt, warum spielen wir schon? Ich dachte so, wir brauchen eine Musik, oder? Wie schaut es aus? Die fünf Zwiedern haben einen tollen Titel. Eigentlich sagt ihn meine Frau, aber der ist ganz bohrisch. Der heißt nämlich, hab ich's Geld, hab ich Tour, hab ich's Hosentierl zu. Und für die hochdeutschen Zuschauer würde ich sagen, ich tue das nochmal dolmetschen. Habe ich das Geld, habe ich meine Uhr und habe ich das, den Hosenlatz zu. Herr Kapellmeister, sind Sie soweit? Dann packen wir's. Was der Mensch noch alle braucht, du Mutter, die immer ringt, an tausend Sachen denkt, der nichts vergisst, das ist der Lohn der Zivilisation. Drum steh ich vor der Tür, so wieder mal zu mir. Ob ich's Geld, ob ich Uhr, ob ich's Hosendirl zu, bin ich Kaffee, bin ich Schleiz, ob ich Luft und Zoll noch greif, sitzt der Vogel in sein Haus, ist das Bügel aus. So wie's geht, so wie nur, so wie's los und geht. Ja, doch im Paradies, da war das Leben verbliesen, der Adler hat sich eh verkauft, sonst in der Woche prägen, noch kein Pass, kein Buch, kein Schreiber, kein Lernfab und so weiter, kein Handy und kein Führerschein, am Brand zum Glücklich. Also bei uns ist jeden Tag Musikherrschaften. Wir sind einer der wenigen Betriebe, wo es noch jeden Tag Live-Musik gibt, wo die Chefin singt, wo der Chef ein bisschen singt und der Hansi. Und dann haben wir natürlich immer tolle Stargäste da, wie die drei Zwinnern, die Zellberg-Burben, Patrick Lindner. Alle, wie sie so heißen, sind schon bei uns gewesen und treten für uns bei uns im Robertihof für die Gäste auf. Der Robertihof ist ein Hotel der Volksmusik. Wir haben natürlich ganz schöne Zimmer, wir haben ein schönes Hallenbad und ganz was Besonderes. Wir haben eine eigene Hausmetzgerei, wir schlachten uns ein, wir machen die ganze Wurst zusammen. Und der Hansi und ich müssen halt miteinander
merken, dass die Leute was Gutes kriegen. Bodenständig, so wie man es halt heute immer wieder hört, alles hausgemacht. Aber bei uns ist hausgemacht, wirklich hausgemacht. Die Musik und die Chefin hat einen wunderbaren Titel, der jetzt, glaube ich, ganz besonders in die Zeit passt. Und der heißt, du musst doch gar nicht in die Ferne schweifen, denn das Gute gibt's zu nah. Frau Berger, kocht das. Jedes Jahr freut sich jeder auf den Urlaub. Mancher träumt davon, dem Alltag zu entfliehen. Tauchen auf den Malediven, Wellen reiten auf Hawaii oder in New York die Skyline sehen. Auch die Meere zu durchkreuzen wäre prima. Auf dem höchsten Dach der Welt einmal zu stehen. Doch um Indiens aber mal zu sehen, musst du nicht weit gehen. Hier, da ist es ganz genauso schön. Ja, du musst doch gar nicht in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Hier gibt es Berge, Wälder, Seen, nah zum Greifen, sogar zwei Meere sind auch da. Ja, warum denn immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Denn fährst du mal durchs Land, wirst du begreifen, bei uns zu Hause ist's wunderbar. Fahr zum Wellenreiten einfach an die Nordsee, tauch mal ab im Mecklenburger Seenland. Mach ne Kreuzfahrt auf dem Rhein, Donau, Elbe oder Main, steig den wunderschönen Alpen auf das Dach. Willst du eines Thailand sehen, besuche Frankfurt. München ist die Weltstadt mit Gemütlichkeit. Zum Spreewald und ins Sauerland musst du auch mal hin, mit dem Segelschiff den Chiemsee überqueren. Ja, du musst doch gar nicht in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Hier gibt es Berge, Wälder, Seen, nah zum Greifen, sogar zwei Meere sind auch da. Ja, wir haben Freunde da aus Südtirol und ich darf mir besonders wünschen, auch die Eva Maria, das Lied der Berge, La Montanara. Wie schaut es da aus? Können wir das probieren miteinander? Sowieso, das können wir ja gemeinsam machen. Wir machen den italienischen Teil und das machst den deutschen Teil, oder? Probieren wir es mal. Ich mache das Vorspiel. La
Vicente andare. Das Phänomen vom Fernrausch ein Wasserfall und durch die grünen Tannen brennt silbern das Lied. Doch meine Sehnsucht brennt im Klang alter Lieder, weit hallt das Echo wieder, nur du hörst es nie. La Montanara, la Montanara, la Montanara, la Montanara, si sente. Das war ein musikalisches Erlebnis mit unseren Ladinern. Dankeschön, Joaquin. Dankeschön, Otto. Der Otto ist ja nicht nur ein ganz fantastischer Musikant, er ist auch ein Holzschnitzer. Du hast das, glaube ich, lange gemacht. Ja, 30 Jahre kann man sagen. Ich habe angefangen mit 15 in der Kunstschule von St. Ulrich und dann von meinem Onkel immer abgeschaut und so habe ich es 30 Jahre gemacht. Und dein Meisterstück oder eines deiner ganz besonderen Stücke hat, glaube ich, deine jetzige Frau bekommen? Ja, das war damals, wenn ich sie kennengelernt habe. Zu Weihnachten, den ersten Weihnachten, habe ich ihr nach Brasilien einen Holz, sagen wir, Engelskopf rübergeschickt. Einen handgefertigten Engelskopf. Aber noch nicht mit dem Heiratsantrag. Nein, dabei. Nicht. Noch nicht mit dem. Wie lange seid ihr mittlerweile verheiratet? Jetzt sind 27 Jahre. 27 Jahre. Zwei Kinder? Zwei Kinder, ja. Und ein Mädchen. Aha. Genauso wie der Joaquin hat auch zwei Kinder. Eines davon, die Nicole, ist ja heute mit dabei. Fesche junge Dame. Wir freuen uns, dass du dabei bist, Nicole, und dass du schon ein bisschen für uns gesungen hast. Der Joaquin, der ist heute in der blauen Schürze. Normalerweise haben das auch die Schnitzer an, glaube ich, ja, gell? Alle arbeitenden Menschen, aber nicht die Hausfrau. Die nicht, also nur die gestandenen Männer. Die Männer. Die Männer haben die Schürze an. Die Männer haben die Schürze an. Und ich glaube, unser Lenz, der hat da eine kleine Geschichte zu dieser blauen Schürze. Ja, zur blauen Schürze gibt es ein bisschen was zum Sagen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich öfter in Südtirol war und auch wieder bin. Und da habe ich mal ein schönes Geschenk gekriegt, das war die Südtiroler Schürze mit einem schönen, sinnigen Gedicht. Aber ich würde sagen, Joachim, da stehst du dazu auf, damit du das richtig präsentieren kannst. Wenn ihr die blaue Schürze seht, ahnt ihr sogleich, wer vor euch steht. Ein Südtiroler, jederzeit, trägt stolz er sie als Ehrenkleid. Er trägt sie, wenn er wirkt und werkt, wenn er zu Tische sitzt, sich stärkt. Des Festtags und bei Arbeitsruh zeigt er die Schürze immer zu. Die blaue Schürze ihn umweht, wenn er im Felde pflügt, eckt, sät, beim Heuen, bei des Kornes Schnitt, geht immer auch die Schürze mit. Wenn er die Bäume fällt, zersägt, sein Fuhrwerk durch den Wald bewegt, zur Alm empor die Kühe treibt, die Schürze nie zu Hause bleibt. Wenn er in Schnee und Eis sich wagt, den Gamsbock sucht und ihn erjagt, das Edelweiß am Felsgrat pflückt, die blaue Schürze oft ihn schmückt. Die Schürze leuchtet froh, sie blinkt, bei Obst und Weinbau blau sie winkt. In ihr Kredenz der Wirt den Wein, schenkt rot, schenkt weiß dem Gast ihn ein. Ob Handwerker, ob Arbeitsmann, er zieht die blaue Schürze an.
mit ihr er sich zum Volk bekennt, das Südtirol sein eigen nennt. Der Bub führt aus sie unter Kreis, der um den Sinn der Schürze weiß. Wer sie trägt, der hat nicht verloren, die Freiheit, die mit ihm geboren. Die blaue Schürze heißet auch, festhalten an der Väter Brauch, an Mutterland und Heimatland, in die der Herrgott ihn gesandt. Die Schürze bleibt im Wappen zier, sein eigener Adel bürgt dafür. Stolz zeigt er sie, ob reich, ob arm, für Südtirol in Freud und Harm. Bravo! Ja, in der letzten Sendung haben wir einen Tanz miteinander. Das geht heute leider nicht, Eva Maria. Heute packen wir es musikalisch mit. Ich tanze mit so gern mit dir. Meine Herren, das machen wir in Gustav. Haben wir noch nie geprobt, das probieren wir einfach. Ich tanze so gern mit dir, nur mit dir, nur mit dir. Ich tanze so gern mit dir, nur mit dir, die ganze Nacht. Und wir gehen jetzt noch. Ich tanze so gern mit dir. So gern mit dir, jo mit dir die ganze Nacht. Ein Flottenbolz, ein Drama, eins, dies ist Lust, die Kleberei. Horario, horario, der geht im Piss, der geht ins Blut, so ein Wolzer. Heut haben wir drei. Spül mir einen Walzer, heut haben wir ein frei. Heut spielt die Musik auf, heut haben wir drei. Spül mir einen Walzer, heut haben wir ein frei. Ich tanze so gern mit dir, nur mit dir. So gern mit dir, jo mit dir die ganze Nacht. Jo, die tanz so gern mit dir, jo mit dir, jo mit dir, da, da, die tanz so gern mit dir, jo mit dir, die tanz so gern mit dir, nur mit dir, jo mit dir, die tanz so gern mit dir, jo mit dir. Haus meine Oma! Ich tanze so gern mit dir. Ja, zum Tanzen braucht man natürlich auch eine Muse. Und eine Muse, die braucht auch eine Probe. Und bei der Probe dauert es manchmal länger. Da werden auch die Frauen daheim zwider. Da sind zwei Musikanten um 3 Uhr der Früh von der Probe heim. Angeflaschelt. Ja, in Österreich sagt man angefressen oder angesoffen. Dann sind sie heimmarschiert, haben sie eine Abkürzung genommen durch so einen Jungwald, ist da einer auf so einen Staud rauf, auf so einen Jungholz, ist angerutscht, hat den anderen Staud mitten ins Gesicht reingehauen, hat er gesagt, sind wir leicht schon daheim? Und die anderen zwei Musikanten sind auch heimgegangen und haben auch eine Abkürzung genommen um 3 Uhr der Früh. Auch natürlich angeflaschelt, sind sie durch den Friedhof gegangen. Und da war ein offenes Grab ausgeschaufelt. Dann hat den ersten das Grab reingehauen, bloß die Hand hat rausgeschaut. Ist der zweite gekommen, hat er von dem Grab rausgeschaut, mich haben sie eingraben. Hat der zweite gesagt, das sehe ich auch, aber geschlampert. Da war ein Stotterer und ein Glatzkopf. Da sagt der Stotterer sagt zum Glatzkopf, wie viel bezahlen Sie, wenn Sie beim Friseur gehen? Da sagt der Glatzkopf zum Stotterer, lang nicht so viel wie du beim Telefonieren. Liebe Nicole, dass du heute mit dabei bist, freut mich ganz, ganz besonders. Bestimmt auch unsere Zuseherinnen und Zuschauer von Melodie TV. Ich habe dich ein bisschen beobachtet mit deinem Vater und mit dem Otto. Ich glaube, beim Wendy Musi Open Air, kann das sein? Mit Felicita habt ihr gesungen, gell?
Ja? Erstens einmal ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Wunderbar gesungen. Ein ganz hübsches Mädchen. Und was mich ein bisschen überrascht hat, das habe ich aber irgendwo bei einem anderen modernen Lied gesehen. Deinen Papa habe ich zum ersten Mal im modernen Outfit gesehen, nicht in der Tracht. Hast du ihn modisch beraten? Ja, nein, ich bin da nicht so gut im modisch beraten. Hättest du lieber in der Tracht dabei gehabt? Nein, modern ist schon auch ganz, ist so ein bisschen, verbindet uns ein bisschen mehr. Ein bisschen mal was anderes. Ja. Fand ich ganz, ganz toll, hat mir toll, super gefallen. Joachim, mein lieber Freund. Doch. Ja, ja. War mal so. Mal einmal ein bisschen besonders, nicht immer nur in der Tracht. Was ist das für... Auch wenn denn die Tracht immer schön ist, nicht immer was Schönes ist. Aber da kennt man euch in der Tracht und da seid ihr sowieso super fest. Bloß, wenn man euch so mal ein bisschen anders sieht, ist das schon ein bisschen ein Aha-Effekt. Ja, sowieso. Wenn du jetzt mit einer Tochter auftrittst, die ja mittlerweile kein kleines Mädchen ist, sondern eine junge Frau, wie sieht man zu einer jungen Frau auf Ladinisch? In Bayern sieht man Dirndl, bei mir zu Hause in Vorarlberg sieht man Schmelk. La Mutter Jauna. La Mutter Jauna. Heißt so viel wie junges Mädchen. Junges Mädchen, ja. Aha. Wie geht's dir da als Vater, wenn du mit ihr unterwegs bist? Hast du da immer ein Auge auf sie oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, sowieso eine Freude, dass sie mit allem wieder mit dabei ist und sowieso. Ein kleines Auge hat man immer. Aha. Und sie fühlt sich auch, glaube ich, ein bisschen wohl auf der Bühne, wenn ich mit dabei bin. Oder? Ja, nicht immer. Nicht immer! Weil ich die Texte auffallen tue. Ich bin gespannt, aber ich wollte, sie schaut mir oder weil ich an seinen Hand ziehe. Das war vorhin so nett, das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Wir sind alle so ein bisschen hergerichtet worden für diese gesungen, gespielt und lacht Fernsehsendung, Lippenstift und alles, was dazugehört. Und kaum saß sie da, die Nicole, hat der Papa gesehen, hast du heute andere Lippen? Das war so nett. Schaut er auch da ein bisschen auf dich, dass du richtig so ausschaust, wie es auch ihm gut gefällt? Oder lässt er dir da normalerweise eher die freie Hand? Oder will er da schon ein bisschen... Ja, dass das du ihm auch gut gefällst. Ja, das ist schon ein bisschen eine freie Hand, aber ich frage ihn dann auch. Du fragst. Du bist ein ganzer Brave, du mein lieber Freund. Du hast deine eigene CD, eine Solo-CD und das in deinen jungen Jahren schon. Ja. Bei wem hast du das, wer ist dein Produzent? Der Produzent ist der Louis Stufflesser von CC Records. Also ihr seid praktisch alle im selben Stall? Ja, genau. Dann haben wir dann ein Gerät im Tag. Aha. Und du singst, machst auch eigene Auftritte? Ja. Nicht nur mit den Ladina zusammen, sondern machst auch Solo-Konzerte? Ja, genau, ich trete ein bisschen alleine auf. Aber auch mit dem, ich bin viel mit ihnen unterwegs, aber auch ein bisschen alleine. Aha. Und wenn du so mit dem Otto und vor allem mit dem Papa, mit dem Joachim unterwegs bist auf Tournee, das würde mich interessieren, wie das dann funktioniert. Der Papa wird immer ein besonderes Auge auf dich werfen, denke ich. Ja, er passt schon ganz gut auf mich auf. Gibt es auch Papa-freie Zeit? Ja, im Hotelzimmer. Ist bei dir etwas Neues geplant? Eine neue Single, eine neue CD? Ja, neu ist noch nicht viel geplant, aber ich hoffe schon, dass wir... Aber ich habe irgendwas gesehen mit Geige. Mit Geigenspiel? Ja, das machen wir auch dann noch. Ist ein neues Lied auf der CD von innen oben. Der kommt dann im September raus. Und dann ist ein Lied auch mit der Geige, was sie auch zu Hause spielt. Wie heißt der Titel? Die Geigenspielerin. Die Geigenspielerin, wunderschön. Aber jetzt hören wir ein für mich ganz wunderbares Lied. Einen Duett-Titel von euch, von deinem Vater und von dir, für die Ladina. Ein wunderbares Lied, zum letzten Mal an deiner Hand. Wie ein Falter fliegst du vor. Aus unserer kleinen Welt, wo wir glücklich waren. Bald wird unser Haus so still sein und mein Zimmer leer. Abschied heißt ein bisschen.
Herzchen sterben und es fällt so schwer. Wenn deine Seele weint, wirst du an mich denken. Denn ob Sterne oder Wolken dort am Himmel sind, du und ich, wir werden immer Vater sein und Kind. Brotzeit ist da, Brezen sind da, Bier, gell Hans, darf nicht fallen. Da geht's uns gut und ich habe auch noch gehört, dass es einen Schweinsbraten auch noch gibt, ja noch, Mensch. Aber nur, wenn es braucht. Ja. Es ist doch so, allweil ist es uns nicht so gut gegangen. Wenn man zurückdenkt, die Nachkriegsjahre, ich habe selber auch noch ein bisschen miterlebt, im Jahr 46 zum Beispiel, gleich nach dem Krieg, da war man froh, wenn man in der Woche einmal Fleisch oder Wurst gekriegt hat. Und heute ist das ganz selbstverständlich. Und da ist die Geschichte vom Onkel aus Amerika. Gleich nach dem Krieg im 46er Jahr, da gab es nichts zum Essen, das ist klar. Da war das schon allerhand, wenn du mit einem Bauern warst, verwandt. Nicht zu verachten war da auch der Onkel aus Amerika. Wer das nicht weiß, der ist jetzt still, weil ich meine Geschichte erzählen will. Am Heiligabend, ich schrei Hurra, kommt's Backerl aus Amerika. Von unserer lieben Tanten Rosen, gut gefüllt mit lauter schönen Dosen. Ich reiß es auf und reck mein Hals, den obendrauf gleich 3 Pfund Schmalz. 1 Kilo Bohnen, Kaffee, schau an, 1 große Dosen mit Kakao. 1 ganz große Dosen Reis, 2 Kilo Mehl, wie Schnee so weiß. Das alles schrieb die Tante Rosen höchst eigenhändig auf die Dosen. Bloß von der Weißblechdosen unten, da war das Zettel halt verschwunden. Was kann jetzt in der Dosen sein? Steckst halt einmal deine Nosen rein. Ich hab's probiert, gleich ein paar Mal. Das Pulver war geschmacksneutral. Das war nicht sauer, war nicht süß. Hat geschmeckt wie eingeschlafene Füße. So haben wir uns den Kopf zerbrochen, was kann man aus dem Pulver kochen. Die Frau meint, es kann der Schmankerl sein. Da kocht man jetzt einmal einen Brei. Und haut kurz drauf mit Milch und Ei das Pulver in eine Pfanne rein. Befolgt den Rat von ihrer Oma und gibt dazu nur Zimtaroma. Und mit einem Eibrenn und einem Zwiebel hat's wirklich geschmeckt und gar nicht übel. Und dann, es war so ein 3-Tage-Lauf, klärt mit einem Brief sich alles auf.
Schuld dran, das ist ein schwacher Trost, war nur die Schlamperei der Post. Und Tante Rosen schrieb, ihr Lieben, ich schick euch ein Paket nach drüben mit lauter gute Sachen und hoff, dass sie euch Freude machen. Was ihr leider noch nicht wisst, dass Onkel Schorsch verstorben ist. Mit seinen über 80 Jahren er immer ein treuer Bayer war. Seinen letzten Wunsch will ich verkünden, in Bayern will er Ruhe finden. Drum sei es so, wie es sei, setzt ihn in aller Stille bei. Die Asch ist in der Weißblechdosen, in stiller Trauer Tante Rosen. So haben wir, ich werde es nie vergessen, an Weihnacht unseren Onkel gefressen. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit dabei waren bei uns im Rupertihof in Einring im Berchtesgadener Land in Oberbayern. Sie und unsere Freunde, unsere Musikanten, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder bei Gesungen, Gespielt und Gelacht. Und wir zwei, wir freuen uns schon draußen. Jawohl, auf die nächste Sendung, wenn es heißt Gesungen, Gespielt und Gelacht aus Einring vom Rupertihof im Berchtesgadener Land. Pfiat euch. Bleibt gesund. Im Berchtesgadener Land, das schöne Fleckchen Erde ist weit hinaus bekannt. Einring ist ein schöner Ort und Salzburg gar nicht weit. Auch Berchtesgaden, Königssee bringen Urlaubsfreud. Ah, dankeschön, dass bei uns war's. Bis bald auf Wiedersehen. Das sagen wir zu Freunden beim Auseinandergehen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Mit euch war's wunderschön. Das singen wir von Herzen. Bis bald auf Wiedersehen. Ein ganz besonderer Dichter, der Ganghofer heut schon zockt. Herr, lass mich fallen in dieses Land, wie recht hat er da gehabt. Und das, was er da gesagt hat, das wissen groß und klein. Erzählt es euren Freunden, wir laden zum Urlaub ein. Dankeschön, dass bei uns war's, bis bald auf Wiedersehen. Das sagen wir zu Freunden beim Auseinandergehen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Mit euch war's wunderschön. Das singen wir von Herzen. Bis bald auf Wiedersehen. Wir singen es von Herzen. Bis bald auf Wiedersehen.